Hallo und herzlich willkommen hier auf den Kanal Multiplayer zu einer weiteren Runde Wer bin ich? Zusammen mit David. Was geht, ihr Wichser? Und mit TGW. Hi. Und natürlich mit dem gut aussehenden Ben. Hallöchen. Hey, wer ist das? Also den gut aussehenden Ben kenne ich nicht. Ja, und... Ja, wir haben jetzt mal einen Arschloch-Charakter für den TGW ausgesucht. Mal schauen, hey, wie lange ich bin ja mal weg, Leute, ne? Tschüss. Ja. Gut. Ben fängt an. Dann? Ben fängt ich an. Ich fange an. Alles klar. Damn. Bin ich... Nee, Ben fängt an. Bin ich Real? Bin ich Real? Mann, bist also du... Also nicht Real Madrid, sondern Real? So. Ja, du bist nicht Real Madrid. Du bist nicht Real, ja. Okay. Wer ist denn überhaupt der Nächste? Moment. David. Bin der Nächste. Du bist der Nächste. Bin ich Real? Dann der Letzte. Was bist du? Du bist doch das Letzte. Bin ich Real? Ja. Real, okay. Bin ich männlich? Ja, eigentlich nicht Real, oder Ben? Er ist nicht Real. Doch, der ist Real. Ja, er ist Real, aber... Wie kann er nicht Real sein? Ja, er ach ist... so, lol. Aber er ist schon real. Ja, ja, würde ich auch sagen. Ein bisschen maximal verwirrt. Ich bin real. Ja. Alles klar. Bin ich männlich? Bin ich volljährig? Ja. Okay, alles ab. Man kennt mich aus dem Bereich Bewegtbild. Ja. Ja. Hauptsächlich? Ja. Ja. YouTube. Also, nee. Nee. Ich bin wahrscheinlich nicht real. Bin ich real? Nein. So. Sag ich doch. Für dich gibt's kein Reales. So. Ich bin fiktiv. Aha, ganz tief. Ja. In deiner Mom. No. Ach, alles klar. So, wo war ich? Du warst fiktiv. Ja, ich bin auch immer fiktiv. Und ich bin... Okay, warte, bis ich gebe mir das an. Ich bin... Bin ich in einer Serie? Ja. Schon wieder? Alright. Bin ich in einer actionreichen Serie? Nö. Nein. Will ich nicht sagen. Okay. Gut. Also ich bin nicht bei YouTube. Ich bin real. Männlich, volljährig. Ich sollte mir mitschreiben. Moment. Wäre eine gute Idee. Noch, das ist noch Pack. Ja, real. YouTube. Nicht YouTube. What the fuck? Was? Volljährig, das war's. Bin aber bewegt Bild. Das nee, heißt, nur in bewegt Bild. Ja, Alter, geh mir jetzt nicht an. das heißt... Entschuldigung. Bin ich in einer Serie? Nee. Nee. Vielleicht läuft das Leben nicht aus. Ja. So, ich bin also fiktiv, ja? Ja. Alles klar. Ich nehme an, ich bin aus dem Bewegtbildbereich. Nein. No. Alter, ich hasse euch. Ich bin eh aus irgendeiner Religion oder so einer Scheiße. So einfach ist es nicht, kann ich. ist die Serie eher Richtung Comedy? Ja. Bin ich aus How I Met Your Mother? Nein. Besser. Gut, dann Film. Hey. Bin ich aus... Habe ich etwas mit Religion zu tun? Nein.
Alter! Ich bin wieder dran! Ich bin wieder dran! Ich habe bisher Lack nur Neins bekommen, außer die Frage, ob ich fiktiv bin, nachdem ich das schon wusste. Spiel's Batman. Also, sie ist auf jeden Fall lustig, meint sie. Gut. Geht's in der Serie um Freunde, also spielen da hauptsächlich Freunde. Also nicht so in Echtleben, sondern so in der Serie. Nö, würde ich nicht sagen. Nein. Okay. Dann Fernsehen. Mhm. Ja. Wie jetzt? War das ein Nein von Ben? Ja, das war ein Ja. Das war ein Ja. Okay. Fernsehen. Dann. Das heißt, ich bin in einer Sendung. Ja. Würde ich jetzt nicht sagen. Alles klar. Doch, ist er. Ja? Warte. Gott, sicher. Das ist halt der allgemeine Begriff, ich schick's mal. Das ist halt eine. Hey, wake up. Bist? Ja, okay, doch, das stimmt. Er ist in der Sendung, ja, wird, ja, okay. Das war ja. Die Sendung hat mit dem Gebiet News zu tun. Nee. Okay. Was soll ich fragen, um noch ein Nein zu bekommen? Was gibt's denn noch? Ich bin fiktiv. Bin ich aus einem Buch? Nein. Gut. Alter, Vater. Halt's Maul, Ben ist dran. Okay. Wie frage ich? Gibt es einen Hauptdarsteller? Ja. Einen Hauptdarsteller? Ja. Die Frage war speziell auf einen. Nein. Also keine anderen. Nee, also um den geht's die meiste Zeit. Zum Beispiel bei Big Bang Theory geht's meistens um Leonard. Oder How I Met Your Mother meistens um den Mosby. Würde ich nicht sagen. Nein, würde ich auch nicht sagen. Okay. Gut. Ich bin in einer Sendung, aber offensichtlich ist das nicht so frei direkt der Sendung erkennbar, da ihr euch so hin und her geht. Ja, aber nein, aber ja, aber nein. Das heißt. Nee. Was? Eine Sendung. Läuft die... Ja, die läuft. Ja, ist ja gut. Okay. Also ich lebe ich noch? Mhm. Ja. Okay. Lebendig. Gut. Ich kann mich endlich konzentrieren, wenn Musik läuft. Es geht gar nicht. Der macht die Musik aus, ganz einfach. Ja, hab ich ja jetzt gerade. Meine Güte. Nimm's wieder gleich persönlich. Ja. Echt mal, Alter. Die Sendung läuft in Europa. Ja. Jo. Also, okay, nur in Europa. Nee. Okay. Bin fiktiv. Bin ich aus einer Sage? Nein. Ich bin wieder dran. Ich hasse euch jetzt schon wieder, ey. Ich find's schon lustig. So. Ich nicht. Ja.
geht's in... wieso krieg ich immer Serien? Serien sind so gay einfach. Geht's um die Serie oder um einen Charakter in der Serie? Also darf ich das fragen? Wahrscheinlich geht's um den Charakter, das gay ja, stark du bist gefallen. Ein Charakter. Also das ist auf jeden Fall keine Ja-Nein-Frage. Ja, das ist richtig. Deswegen habe ich ja danach gefragt, ob ich das fragen darf. Also, das können wir aber beantworten, weil darum geht's eigentlich immer. Alright. Oder? Man denkt sich ja eine Person aus, sozusagen. Okay, also. Hat mein... Wobei, ist die Hauptfarbe meines Charakters gelb? Ja. Alles klar. Geht es... Also, wobei... Doch, bin ich ein Charakter der Simpsons? Ja. So, jetzt nur noch wen. Bin ich Bart? Nee. Nein. Fuck. Alter, wie ist denn der jetzt so schnell da drauf gekommen? Ich raste aus, Alter. Dommerquine. Ja, okay, stimmt schon. Wir haben bisher alle einmal gewonnen. Ja. Außer du. Ja, gleich nimmer. Ja. David, diesmal würde ich es dir sogar gönnen, jetzt das noch schnell zu erraten. Nein! Was soll das? Also die Sendung ist also ich würde sagen, David, du kriegst wird international jetzt ausgestrahlt. Ja. Die Sendung wird international ausgestrahlt. In der ich bin. Ja. Mhm. Gott, der Scheiße. Welches... Das ist... Diese bestimmte oder allgemein? Bisschen allgemein. Also das ist ja jetzt nicht so... Das ist eine Oder-Frage, David. Achso. Keine Ja-Nein-Frage. Okay, ja. Aber recht hat er recht. Also... Es geht hierbei um eine bestimmte Sendung, in der ich bin. Mann. Was ist denn bestimmte Sendung für dich? Jetzt... Was weiß ich, ich denke jetzt zum Beispiel an... Denkt wahrscheinlich an so eine Sendung mit einem Namen. Ja, nein, schau, ich denke... Als Beispiel jetzt, ich denke an... die... Wie heißt es in Deutschland? Die Tagesschau, ja? Das ist eine bestimmte Sendung, ja? Ja. Mhm. Und... Aber jetzt allgemein, Nachrichten ist international. Mhm. Und deswegen wollte ich fragen. Mein, zum Beispiel, die, jetzt mal abgehen... Ob es jetzt um das... Ich versuche noch das Genre herauszufinden, verstehst du? Ja, aber wie definiert man das jetzt? Ja, das ist... Naja, das Problem ist halt, ich denke schon, dass ich das sagen darf, aber das ist halt... Hat halt in jedem Land einen anderen Namen halt. Ich würde sagen, es ist keine bestimmte Sendung. Ja. Okay, gut. Ja, das hilft. Gut, da bin ich dran. Nein, was ist denn der Ben ist dran, Alter? Alter. Ich bin ready zum Gewinnen. Nein, Leute, der nächste ist auch dran. Naja, ich hätte gern mein nächstes Nein. Lässt sich einrichten. Hä? Wo soll ich denn sonst noch draus sein, Alter? Was zur Hölle? Oh, ich mag es. Ich liebe es einfach. So, ich bin also fiktiv. Lebe ich denn noch? Was? Ob ich noch lebe? Ja. Also in diesem fiktiven Universum oder dem... Ja. Ich wollte nur was fragen, dass ich mein Ja bekomme. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da noch fragen soll. Wo soll ich denn draus sein? Das musst natürlich du wissen. Das ist natürlich die Frage. Fiktiv. Moment. Bin ich... Wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Nee. Boah, ich hab so keine Ahnung, ne? Ohne Spaß.
Das ist Sinn der Sache. Bin ich weltweit bekannt? Ja. Oh ja. Bin ich... Bin ich menschenähnlich? Also ein Mensch? Nein. Ja. Okay, ich habe aber eine Idee, in welche Richtung ich gehen muss. Gut, Ben, mach den Sack zu. Bin ich Oma? Ja, gut. Easy. Das war echt zu einfach. Easy. Gut. Ach so, Scheiße. Ich habe nichts mit News zu tun. International, diese Art Sendung, die gibt's international. Der. Aber ich bin da. Hä? Bin ich vor der Kamera? Ja. Bin eine bestimmte Person. Ja? Ja? Hä, hey, ja, was sonst? Ja, aber wenn die Sendung, in der ich bin, überall ist und irgendwo überall anders heißt. Anders? Läuft. Ja. Ach du dann. Scheiße. Aber was ist mit meinem Headset los? Das sitzt irgendwie nicht richtig. So. Ach du Scheiße. Ich stehe vor der Kamera. Das heißt, ich bin Moderator. Nö. Okay. Also okay. Ich bin nicht tierähnlich. Nein. Ist klar. Wenn ich wüsste, dass das von David kommt, hätte ich schon eine Ahnung. Aber es kommt ja von Ben. Hä, komm, nein. Okay. Dann hätte ich gedacht, ich bin irgend so ein Gnom oder sowas, weil du mich mal damit verglichen hast, wenn ich einen Lachanfall habe. Ein Kobold, kein Gnom. Ja, oder ein Kobold oder so. Ja, was kenne ich für Kobolde? Keine Ahnung, ey. Also du hättest bestimmt irgendwas in den Tiefen des Internets gefunden. Gut, also ich bin kein Moderator. Ich stehe aber vor der Kamera. Ja, also. Ich würde zwar nicht sagen, dass du hauptsächlich stehst, aber egal. Also, ich glaube, du stellst das Prinzip noch falsch vor. Aha. Das Prinzip der Sendung, oder was? Prinzipiell, ja. Ja. Ich stehe so dermaßen auf dem Schlauch, das finde ich gut. Ich kann auch nicht mehr sagen, weil wenn ich dann mehr sage, dann ist das schon wieder zu viel. Ja. Das wollen wir ja nicht, ne? Also die Sendung, in der ich bin, die wird international ausgestrahlt. Das ja. Ja. Das heißt, die wird irgendwo produziert und dann gedubbt und sowas. Produziert wird sie in Amerika, die Sendung, in der ich bin. Pff, unter anderem? Verarschen? Hat die Sendung was mit Sport zu tun? Ja. Ja. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Bin ich Sportler? Mhm. Ja. Ich hasse dich. Wen? Dich. Die kam aber von Ben. Die kam alle, die von Ben. Ja, das heißt, nächste Runde, Ben, wieder extrem schwer.
Ja, das hast du schon wieder vergessen. Ach Quatsch, ich habe ein gutes Gedächtnis also für sowas. Also sowas. Man kennt mich hauptsächlich aus dem Fernsehen, aber da aus dem Sport, ja? Ja. Super. Gut. Fußball. Ja. By the way, mal eine Frage, die überhaupt nichts damit zu tun hat. David, was interessiert dich eigentlich sonst noch für einen Sport? Das haben wir uns eben gefragt. Das würde mich jetzt mal interessieren. Schaust du irgendwas außer Fußball? Oder überhaupt Fußball? Doch, Fußball schaue ich. Ah ja. Nein. Okay. Ich weiß nicht. Nein. Ja, nein. Dachte ich mir. Also ein paar andere Sportler kenne ich, aber sowas. Schauen tatsächlich hauptsächlich Fußball. Vielleicht, na Skifahren. Das kommt mal. Tja, Österreicher halt, ne? Ja, als würden die Deutschen nicht Skifahren. Hey, Quatsch. Ich möchte sagen, oder Amerikaner. Ich möchte oder sagen, dass die Deutschen Skispringen und Skilaufen besser waren dieses Jahr. Ja. Das ist sehr ähnlich. Aber ich würde trotzdem mal behaupten, dass Skispringen schauen in Österreich mehr getan wird. Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Naja, kommt darauf an, ob du so Bayern und so noch zu Deutschland dazu zählst. Also ich rede jetzt davon, die sich für den Sport interessieren, den zu schauen. Also nicht selber Skifahren zu gehen oder so, sondern... Weil ja, also ganz ehrlich. Also... ja, ist ja jetzt auch ein anderes Thema. Das heißt, ich bin Sportler, ja? Die Sendung, in der ich bin. Ja? Die wird also international ausgestrahlt, aha. Mhm. Es ist keine bestimmte Sendung, also ich bin Sportler. Ja? Fußballer. Ja? Geht's um den Verein. Europäischer Verein. Ja, momentan jedenfalls. Man weiß ja nie, wie sich das noch ändert, ne? Ja. Spanischer Verein. Nee. So, jetzt bin ich wieder dran. Bin ich ein Fabelwesen? Oh. Ja. Würde auch sagen. Würde ich sagen, ja. Was kenne ich bitte für Fabelwesen, Alter? Hast du da gegoogelt? Hä? Ich habe eingetippt, dass ich ein Fabelwesen bin. Okay, ja. Lass ich durchgehen. Kenne ich für Fabelwesen, Alter, und auch noch welche, die nicht aus Bewegtbild bekannt sein sollen. Ah, da mag man das dann. Ja, da soll man wegbleiben, ist noch am Aufnehmen. Markus, wir schieben dich mal kurz in einen anderen Channel, wir sind gerade mit dem Aufnehmen, ja? So. Gut. Ciao. Tschüss. Ja, okay. Alles klar. Ja, du hast noch keine Frage gestellt. Ich bin also ein Fabelwesen. Ja. Schon mal schön zu wissen. So, was kenne ich denn für Fabelwesen? Bin ich ein Drache? Nein. Ist klar. Das war ich gerade so abkultiv. Ja. Deutscher Verein. Bayern München. Ist richtig. Ich Arjen Robben. Nein. Das wäre lustig gewesen, wenn ich... Weißt du, warum ich in anderen, weißt du, wie maximal verwirrt ich war, als wir besprochen haben, dass wir Robben für TGB nehmen wollten? Und ich habe auch einen gehabt für dich. Das ist so komisch. Ach so, okay. Warte, ihr wolltet Robben für mich nehmen? Ja. Oh Mann, ey, da wäre ich wenigstens drauf gekommen, Alter. Und ich habe halt gesagt, not like this. Gut, Ben, du nix da, ja. Ben ist fertig. Ja, ist gut, Junge! Meine Güte, das zweite Mal, dass der mich überspringen wollte, nix ey. Da. Ich fass es nicht. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt.
Was könnte ich denn noch sein, Alter? Ohne Spaß. Kabine, Buddy, was machst du da? Bin ich ein Zwerg? Nein. Alles dem fühlt sich schon gut an. Also ich bin in Bayern München. Ja, mach hin. Ach du Scheiße, müssen wir jetzt alle durchfragen. Nee, musst ja nicht. Du kannst ja noch gewisse Dinge spezifizieren lassen. Bin ich Stürmer? Nein. Ich frage mich, wie ist es falsch jetzt, ja. Naja, soll ja nicht zu schnell gehen, ne? Ja, frag du mal weiter, kann ich schon. Ja, halt's den Maul jetzt, Alter. Bin ich eine Fee? Nee. Nein. Hätte mich auch gewundert, dafür habe ich eine viel zu hohe Stimme. Ja. Ja. Bin ich Bastian Schweinsteiger? Nein. Ach, es tut so weh, dass du zuerst... Na egal. Ja, du bist dran. BGB. Bin ich ein... Bin ich... ein Fabelwesen, was im Wasser vorkommt. Nein. Ist meine Nationalität deutsch? Willst du nachschauen? Also, wenn es von den Eltern her geht, nicht. Aber du hast bestimmt einen Deutschen. Oder? Deutsch. Ich. Du hast sogar. Also, wie gesagt, was deine Eltern angeht, nicht, aber was dich angeht. Ernsthaft? Hast du. Nein, einen Deutschen zwar nicht, aber. Ja, dann. Also, ich bin. Das war ein Nein, David. War ein Nein. Ja. Du bist dran, TGB. Deine letzte Chance oder so. Ach was, als ob ich da jetzt drauf komme, Alter. Ich bin also ein Fabelwesen, was auf dem Land vorkommt. Ja. Das ist schwierig, weißt? Ich würde mal aber sagen, ja. Ja, machen wir mal ein Ja, weil sonst fänst du noch. Bin ich der Teufel? Nein. Ja, da hättet ihr nachdenken müssen, ob die Hölle jetzt als Land zählt. Ja. Ja, deshalb. Weißt du, ich habe jetzt einfach einen Schuss ins Schwarze abgegeben, damit ich vielleicht noch die Chance habe, dass du jetzt keinen Schuss ins Schwarze machst. Also ich bin kein Deutscher. Zwei Deutsche. Nein. Problem ist... Es gibt kein Problem, sag jetzt, wer du bist. Macht mich irgendwie gerade traurig. LOL! Ach Gott. Hast du ihn? Nicht David Alaba? Ja. Der ist doch nicht Mittelfeld. Der ist doch Verteidiger. Natürlich ist der Mittelfeld. Der Mittelfeld. Hat er immer schon Mittelfeld gespielt? Ja. Der ist linkes Mittelfeld, glaube ich. Erstmal nachschauen, was... Ich meine, das ändert sich natürlich immer. Das ist eh klar. Aber ich habe das eben noch irgendwie gesehen. Abwehrspieler, Mittelfeldspieler. Okay, ja gut. Gut. Beides. Also. So, jetzt kann ich immerhin... Eine übrig. Jetzt kann ich immerhin in Ruhe fragen, ohne von euch belästigt zu werden. Ja, aber wir belästigen nicht, das ganze Spiel. Bin ich der Weihnachtsmann? Nein. Nein. Knapp daneben ist auch vorbei. Kappa. Der ist ja ein Mensch, stimmt. Bin ich Rudolf das Rentier? Nein. Nein. Ich bin ein Fabelwesen. Bin ich ein Wichtel? Nein. Oh Mann, was soll ich denn sein, Alter? Ein Gnom? Nein. Ein Troll? Nein.
Ja. Bin ich ein Dinosaurier? Das ist kein Fabelwesen. Ja, ist mir egal. Ich glaube, ein Dinosaurier ist auch nicht fiktiv, Ja. Gib mir mal einen Tipp, ich hab keine Ahnung, Alter. Du bist eine Flasche. Ey, das hättest du mal zu mir sagen sollen. Ja, das war eigentlich ein ziemlich guter Tipp, muss man sagen. Finde ich Nein, Moment, wie heißt der? Der Flaschengeist. Jetzt kommen wir schon in die richtige Richtung. Ich bin also ein Flaschengeist, ja? Ja. Ja. Ginny oder wie der heißt. Mann. Bin ich der Akinator? Ja! Oh Gott, Alter! Hä, weil. Ist der in der Flasche wirklich? Ja, der sind Genie. Okay. So, erstmal ein bisschen Payback für letzte Woche. Ja. Ja, da hätte ich echt drauf kommen müssen, eigentlich schneller. Naja. Alles klar, ich hasse euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss! Ciao!